jemand zu Hause? Guck mal all das vornehme Zeug an. Aber nichts anfassen hier. Ups. Was für ein großes Haus. Da hat die Königin viel Platz zum Fußballspielen. Wo ist die Königin? Königin, Königin, sind Sie zu Hause? Hallo? Haben Sie zufällig die Königin gesehen? So eine alte Dame mit einer Krone auf dem Kopf. Ich bin die Königin. Frau Mümmel ist wieder in Ohnmacht gefallen. Hallo, Frau Königin. Aber wo ist denn Ihre Krone? Die trage ich nicht so oft, weil sie sehr schwer ist. Sind Sie der Chef von der ganzen Welt? Nicht ganz. Sagen Sie den Leuten, was sie machen sollen? Manchmal. Können Sie auch Lehrer verschwinden lassen? Oh, so viele Fragen. Die Kinder sind sehr aufgeregt, Sie zu treffen, Eure Majestät. Ich bin aufgeregt, Euch zu treffen. Und jetzt zu Frau Mümmels Orden. Oh! Das ist der königliche Orden für fleißige Arbeit. Danke. Machen Sie weiter so. Frau Mümmel, ein dreifaches Hoch. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip, hip. Hurra! Und jetzt feiern wir im Garten. Sie haben aber einen schönen großen Garten, Frau Königin. Spielen Sie hier den ganzen Tag? Ich habe leider nicht viel Zeit zum Spielen, nein. Wie schade. Meine Güte, eine Matschepfütze. Macht nichts, wir können ja dran vorbeigehen. Man kann an einer Matschepfütze doch nicht vorbeigehen. Nein? Nein, da muss man reinspringen. Papa, vermisst du das Meer denn nicht? Naja, manchmal schon. Da sind Opa Kleff, Opa Wutz und Opi Mümmel. Hallo? Kann Captain Kleff rauskommen und mit uns spielen? Was? Wir machen einen Angelausflug. Mit dem Boot. Auf dem Meer. Oh ja, dann mal los. Aber Papa, du hast gesagt, du gehst nie wieder auf ein Boot. Oh ja, das hab ich. Na gut. Also tschüss. Tschüss. Tja, da gehen sie nun. Alle auf ein Boot. Und ohne mich. Und was machst du jetzt, Papa? Ich weiß noch nicht. Vielleicht schrubbe ich ja die Algen vom Haus. Es gibt überhaupt keine Algen auf Häusern. Oh, natürlich. Wir nehmen mein Boot. Glaubst du denn, dein Boot ist auch sicher, Opi Mümmel? Aber natürlich ist es sicher. Ich habe es selbst gebaut. Oh, das brauchen wir nicht. Es geht los! Ach, ich liebe es, Angeln zu fahren. Ich auch. Und was braucht man bei einem Angelausflug? Angelruten? Nein, einen vollen Picknickkorb. Sehr gut, wie du das Boot steuerst, Opi Mümmel. Aber ich steuere das Boot doch gar nicht. Ich dachte, jemand anderes macht das. Oh je, niemand steuert das Boot. Wir sind verloren. Da, guckt mal. Opi Mümmels Boot geht unter. Keine Panik. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Wirklich? Nein, das ist das Schlimmste. Wir sind gerettet! Aber wir sind auf einer Wüsteninsel gestrandet. Und nur das Meer und der Himmel sind unsere Zeugen. Und wir haben nichts mehr zu essen. Peppa guckt zu, was Oma Wutz an ihrem Schminktisch macht. Du riechst fein, Oma. Danke, Peppa. Das ist mein Parfum de Lavande. Das riecht so wie dein Garten. Genau, weil Parfüm aus Blumen gemacht wird. Oma, ich habe eine sehr gute Idee. Wirklich? Ja, und dazu brauche ich Wasser. Hier ist dein Wasser. Danke. Und da tue ich jetzt nämlich Blumen rein und mache Parfüm. Das ist schön, Liebes. Aber nimm nur Blumen von der Wiese. Nicht vom Blumenbeet, okay? Okay. Hallo Blumen. Wer von euch möchte denn in mein Parfüm?
Ich tue euch erstmal alle in mein Wasserglas rein. Hallo Schmetterling, das wird mein Parfüm. Und es wird das feinste und duftigste Parfüm von allen. Herrlich! Da kommt Schorsch. Vorsicht, Schorsch! Ich mache Parfüm. Willst du zugucken? Zuerst pflücke ich eine duftige Blume. Duftiger Blumenduft. Dann kommt sie in mein Wasserglas. Nein, Schorsch, da kommt doch kein Gras in mein Parfüm. Es soll ja duftigen Blumenduft haben. Riech mal. Bäh. Schorsch mag keine duftenden Blumen. Opa Wutz ist in seinem Kräutergarten. Opa, Opa, riech mal. Pui, das riecht nach Teichwasser. Das ist mein besonderes Parfüm. Ich habe es selbst gemacht mit Wiesenblumen. Oh ja, das ist wirklich das wunderbarste Parfüm der Welt. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Peppa, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist Morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah, hier stehen aber viele Bücher. Shh, Peppa. In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte! Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit! Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit 10 Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Claudia. Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Guck, Schorsch. Ganz viele Matschepfützen. Peppa und Schorsch haben ihre Gummistiefel an. Sie wollen in den Matschepfützen herumhüpfen. Peppa liebt es, in Matschepfützen herumzuhüpfen. Schorsch liebt es, in Matschepfützen herumzuhüpfen. Guck! Die größte Matschepfütze der Welt! Was für eine riesengroße Matschepfütze! Peppa! Schorsch! Badezeit! Papa, Mama, wir waren in der größten Matschepfütze der Welt. Das sehe ich. Schnell, ab ins Bad. Oh, können wir nicht noch ein kleines bisschen spielen? Hoho, nein, jetzt ist Badezeit. Seid ihr beiden überhaupt nicht müde? Nein, Papa, nicht mal ein glitzekleines bisschen müde. Peppa und Schorsch sind vielleicht nicht müde, aber ich schon. Ich auch. Bevor Schlafenszeit ist, nehmen Peppa und Schorsch ein Bad. Peppa liebt es zu spritzen. Schorsch liebt es zu spritzen. Peppa und Schorsch lieben es beide zu spritzen. Jetzt ist genug gespritzt. Jetzt abtrocknen und Schlafanzüge an. Oh,
können wir nicht noch ein kleines bisschen länger baden? Haha, Badezeit ist vorbei. Jetzt ist Zeit zum Zähneputzen. Vor dem Schlafengehen putzen Peppa und Schorsch ihre Zähne. Das reicht, genug gebürstet. Ab ins Bett. Oh, ich glaube, unsere Zähne sind noch nicht ganz sauber. Wenn ihr im Bett seid, liest Papa Wutz euch noch eine Geschichte vor. Hurra! Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, Schorsch, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte, ihr Hühner. Fresst nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht, aber bald gibt es wieder Eier. Oh! Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günther wird uns wecken und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist morgen. Das ist Günther! Vielen Dank fürs Wecken, Günther! Guten Morgen, Jessica, Sarah und Vanessa. Habt ihr für uns Eier gelegt? 1, 2, 3, 4 Eier, Oma! Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Dankeschön, Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra! Sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja super leckere Eier. Ja, weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein! Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot! Ho, ho, ho! Hiya! Und stopp! Zieht eure Schwimmwesten an! Auf dem Boot von Opa Kleff müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Kleff sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Oma Wutz. Na, endlich! Sind jetzt alle soweit? Herr Captain Kleff, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Und ich! Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Kleff? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Piraten sind wir hier, und stechen wir in See und holen uns den Schatz. Mann, Zauber, Heu, Juchhe! Land in Sicht! Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten! Psst, Mama! Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladentaler. Alle lieben Schokoladentaler. Lecker! Mr. Kartoffel ist endlich in der Stadt angekommen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Boah, ist
das eine große Kartoffel? Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich, wir sollten alle Sport treiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Warum sind sie nicht so klein wie eine normale Kartoffel? Oh. Weil er eben keine normale Kartoffel ist. Er hat Beine. Normale Kartoffeln haben keine Beine. Er ist eine Superkartoffel. Wir sehen jeden Morgen Ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra! Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Wunderschön. Und Pedro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und George hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa. Beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut, wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Was war das für ein Geräusch? Peppa! George! Schnell! Kommt ins Haus! Mama, da hat was geknallt! Ja, das war Donner! Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt, mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik, der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, George, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Fabia! Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy! Ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass, guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Tschie, hey, und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Mmh. Oh. Jetzt ist der Regen drin. Es tropft auf den Boden. Oh je, was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Es regnet. Peppa und George müssen im Haus bleiben. Papa, die Sonne scheint wieder. Können wir jetzt nach draußen? Ja, gut. Dann los, ihr zwei. Peppa springt gern in die Matschepfützen. Ich mag Matschepampe. Peppa, wenn du in die Matschepfützen springst, musst du Gummistiefel anziehen. Mach ich, Mama. George springt auch gern in die Matschepfützen. George,
Wenn du in die Matschepampe springst, musst du Gummistiefel anziehen. Peppa kümmert sich gern um ihren kleinen Bruder Schorsch. Schorsch, wir suchen noch mehr Pfützen. Peppa und Schorsch haben eine Menge Spaß. Peppa hat eine kleine Pfütze entdeckt. Schorsch hat eine große Pfütze entdeckt. Guck, Schorsch, eine riesengroße Pfütze. Schorsch will als erster in die große Pfütze springen. Halt, Schorsch. Vielleicht ist sie ja zu tief für dich. Gut, sie ist nicht zu tief für dich. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Ja, natürlich, Mama Wutz. Ich glaube, wir finden unser Haus niemals wieder. Sicher finden wir es wieder, Peppa. Wir sind bloß in unserem Garten. Oh, die Enten. Hallo, ihr Enten. Habt ihr euren Teich verloren? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß genau, wo wir sind. Auf Wiedersehen, ihr Enten. Viel Glück beim Teichsuchen. Oh. Papa Wutz hat den Ententeich gefunden. So ein Glück. Ja, ein echter Glücksfall. Papa, die Enten sagen Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen, liebe Enten. So, jetzt suchen wir unser Haus. Ich bin sicher, es geht hier lang. Hallo! Habt ihr auch was gehört? Ja, ich glaube, ich hörte, wie jemand sagt... Hallo! Es ist Frau Löffel mit Luisa und Linus. Hallo, Peppa, wir haben uns verlaufen. Hallo, Luisa, wir uns auch. Wir wollten eigentlich zum Spielplatz gehen. Ja, wir auch. Aber es ist zu neblig, um dahin zu kommen. Alle Mann hier lang. Zurück zu unserem Haus, bis der Nebel sich verzieht. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Natürlich weiß ich das. Hier lang. Ja, Papa Wutz. Aha, ich habe unseren Hügel gefunden. Gleich sind wir zu Hause. Unser Haus steht nämlich genau hier. Oh, Papa Wutz hat eine Leiter gefunden. Das ist komisch. In unserem Garten gibt's keine Leiter. Wir müssen das Auto waschen, bevor wir losfahren. Du hast recht, Mama Wutz. Mama, kann ich beim Waschen helfen? Ja, wenn du möchtest. Hurra! Papa Wutz wäscht das Dach. Mama Wutz wäscht die Motorhaube. Peppa wäscht die Türen. Schorsch würde gern die Fenster putzen. Aber er ist zu klein. Komm, Schorsch, ich helfe dir. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das... Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh... Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser?
Oh, Pepper, halt! Entschuldigung. Oh, Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Oh, ja, da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir Schorsch, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz, du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie 0, nichts. Ah, ein schrecklicher Drache! Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo Peppa. Hallo Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh. Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich ja, aber genau genommen sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufenweise Müll zusammen. Tschüss. Tschüss. Herr Buller hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut.
Der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Pepper, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Pepper, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? In den grünen. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist George dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? George möchte Papa Woods Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, George. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, George. Zeitungen kommen in den roten Korb, George. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's. Mama Wutz hat die Flaschen, Peppa hat die Blechdosen und George hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Einen roten Apfel. Ich habe einen grünen Apfel. Komm, wir tauschen. Au, ja. Peppa, Luzi, was macht ihr da? Luzi hat gesagt, ich soll die Dose aufmachen. Peppa hat gesagt, wir sollen tauschen. Ist schon gut. Aber bitte hebt euch was für das Picknick auf. Ja, Madame Gazelle. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts, Bus! Du schaffst das! Vorwärts, Bus! Hurra! Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Seht mal die Aussicht! Oh! Wer spricht da? Das ist dein Echo. Was ist mein Echo? Ein Echo ist das, was du hören kannst, wenn du in den Bergen ganz laut rufst. Pass auf. Olari-hu, olari-hu, olari-hu. Hollera-hio, hollera-hio, hollera-hio. Echos machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa, Enten leben doch nicht in den Bergen. Hallo Enten, möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Die Enten fressen zu hastig. Du liebe Güte! Das ist unser Speicher. Boah! Ist der aber voll! Ja, er ist voll mit altem Kram. Peppa und George helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste! Brauchen wir das denn noch? Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte! Oh je,
Wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Peppa und Schorsch entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Das ist wie früher. Na los, Peppa und George, lasst uns tanzen. Mama Wutz kommt, um Peppa und George abzuholen. Hallo? Wo seid ihr? Mama Wutz kann niemanden finden. Was sind das für Geräusche? George, du hast nicht doll genug gepustet. Ich weiß, wie George Seifenblasen machen kann. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch und schwenk ihn dann herum. Blasen! Es geht noch besser, wenn man damit rennt. Warte auf mich! George macht es Spaß, Blasen zu machen. Und Peppa macht es Spaß, sie platzen zu lassen. Ja, Seifenblasen! Oh je, die Seifenblasen sind alle. Papa, Mama! Die Seifenblasen sind alle. Keine Sorge, Peppa, ich habe eine Idee. Mama Wutz, hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Seife. Ja, Papa Wutz. Und George, hol du mir den alten Tennisschläger. Ein Eimer, etwas Seife, ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. Und jetzt bitte den Tennisschläger. Vielen Dank. Und jetzt zieht mal her. Papa Wutz hat seine eigenen Seifenblasen gemacht. Alle mir nach. Kommt alle mit. Pass auf, Papa Wutz. Nicht, dass du hinfällst. Mir passiert schon nichts. Oh.